Hallo, mein Name ist Dominik Hertrich und ich gebe Ihnen in dieser Reihe ab sofort Einblicke in die neuesten Projekte und Studien des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. Und das Ganze kurz und gut. Lassen Sie uns nachschauen, wie gehen Betriebsräte und Gewerkschaften die Herausforderungen unserer Zeit an? Und was sind überhaupt aktuelle Herausforderungen? Vielleicht finden Sie so Inspiration, um in Ihrem Betrieb neue Impulse zu setzen. Es geht los mit dem Thema der Stunde oder besser gesagt, dem Thema des Jahres. Homeoffice und mobiles Arbeiten. Corona war wie ein Katalysator für mobiles Arbeiten. Vor der Krise arbeiteten gerade einmal 4% der Beschäftigten im Homeoffice. Im Januar 2021 waren es schon 24%. Damit mobiles Arbeiten und Homeoffice aber für alle funktionieren können, müssen die richtigen Voraussetzungen geschaffen und am besten in Betriebsvereinbarungen festgehalten werden. Denn es kann viel schiefgehen, wenn Unternehmen ihre Beschäftigten einfach so nach Hause schicken. Hier sind 4 Stolperfallen, die es bei Regelungen zum Homeoffice zu beachten gilt. Jeder Beschäftigte ist zu Hause anders ausgerüstet und bringt zudem andere persönliche Kompetenzen mit. Der eine mag sich schon ein schönes Homeoffice eingerichtet haben, der andere aber sitzt vielleicht an seinem PC aus den 80ern auf dem Boden der Küche und findet sein WLAN-Kabel nicht. So kann Arbeiten in der eigenen Wohnung nicht funktionieren. Wir haben nachgefragt bei Professor Dr. Ingo Matuschek und Christoph Krause. Sie und Ihr Team haben für ein Projekt der Hans-Böckler-Stiftung zum orts- und zeitunabhängigen Arbeiten die Erfahrung von Betriebsräten, Beschäftigten und Management gesammelt und analysiert. Wie können Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut aufs Homeoffice vorbereiten? Ja, sie können zum Beispiel einerseits die Technik einrichten, die Arbeitsumgebung einrichten, unterstützen. Das wären eher so die physischen Angelegenheiten, könnte man fast sagen. Sie können aber eben auch Schulungen anbieten. Sie können auf ein Zeitmanagement hinwirken, indem sie zum Beispiel sagen, was gefährdete Arbeitszeiten sind. Wenig zumutbar sind tatsächlich Küchenarbeitsplätze, wie sie ja immer wieder vorkommen, sondern es sollten schon auch eingerichtete Büroarbeitsplätze sein, die man dann eben halt zu Hause hat, um da ohne Belastung durch den Arbeitsalltag zu kommen. Wir haben selbst bei den tarifierten Betrieben, die wir untersucht haben, deutliche Unterschiede festgestellt. Es gibt Leute, die das sozusagen als Bringedienst auch tatsächlich bis vor die Haustür fahren und auch anschließen, dann auch kontrollieren. Und es gibt auch den anderen Part, wo gesagt wird, nimm deinen Laptop mit nach Hause und du weißt schon, wie es geht. Und das sind natürlich zwei verschiedene Welten. Das kann auch klappen im Einzelfalle. Wir haben aber deutliche Hinweise darauf, dass eigentlich der erste Weg der bessere ist. Ist der Arbeitsplatz eingerichtet und sind die Beschäftigten geschult, haben Arbeitgeber trotzdem oft die Sorge, dass sich die Beschäftigten nun auf die faule Haut legen. Aber genau das Gegenteil ist laut Studien der Fall. Wer im Homeoffice tätig ist, dem fällt es abends oft schwer abzuschalten. Homeoffice kann zur Selbstausbeutung führen. In einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung sagen 60% der Befragten mit Homeoffice-Nutzung, sie haben das Gefühl, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. 53% sagen, dass sie für Arbeitgeber, Kollegen oder Kunden länger erreichbar sind. 37% geben an, dass sie im Homeoffice mehr Wochenstunden arbeiten. Um dies zu vermeiden, müssen in Betrieben klare Regeln gelten. Wichtig von Seiten des Betriebes an der Stelle ist einfach ein stetiger gemeinsamer Kommunikationsprozess, immer ein Evaluationsprozess, der damit drin hängt. Das heißt, dass man ständig schaut, was haben wir gemacht, was können wir verbessern, wie läuft es bei euch? Das wünschen sich viele Mitarbeiter. Und dann natürlich ist zentral eben einfach auch Angebote zu schaffen. Und das müssen gar keine großen Angebote sein. Das können auch niedrigschwellige Angebote sein, wie einfach, dass man die Woche einmal zusammenkommt und miteinander spricht. Wir haben tatsächlich Betriebe, die das seit Jahren einüben, auch eine Praktik da entwickelt haben, die auch über die entsprechenden Gadgets verfügen, also über die entsprechende Software verfügen, das technisch überprüfen zu können, die aber eben auch von beiden Seiten, sowohl Betriebsrat als auch Management, tatsächlich eine Kultur entwickelt haben, darauf zu achten. Arbeit ist eben nicht nur die Zeit, die man vom Rechner sitzt. Es ist auch die Zeit, die man mit Kolleginnen und Kollegen verbringt. Ein weiterer wichtiger Aspekt.
Im Homeoffice läuft man seinen Kolleginnen und Kollegen ja eher selten über den Weg. Zugegeben, manch einen vermisst man dabei eventuell nicht allzu schmerzlich. Aber wie oft steht man vor einem Problem und erst im Austausch findet sich ein Lösungsweg? Diese Distanz zwischen Kolleginnen und Kollegen erfordert neue Formen der Kommunikation und Abstimmung untereinander. In Interviews, die die Hans-Böckler-Stiftung mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geführt hat, beklagen viele, dass es nun fehlt, im Vorbeigehen Dinge zu erledigen, zu netzwerken, auf dem Flur Leute zu treffen, die um Hilfe bitten. Diesen Austausch trotzdem zu ermöglichen, ist eine Führungsaufgabe. Manche Abteilungen haben daher virtuelle Kaffeepausen oder Verabredungen für den digitalen Feierabend eingerichtet. Arbeit ist ein sozialer Prozess, der ist nicht nur zweckgerichtet, nicht nur verstandesgeleitet, nicht nur rational organisiert, sondern er schafft auch sowas wie Gemeinschaft. Deshalb arbeiten Leute auch gerne zusammen und weniger gerne ganz allein und isoliert. Es gibt eben wenig Möglichkeiten, wenn man sich nicht treffen darf. Die Betriebe haben es dann mit fortschreitender Corona-Dauer geschafft, sozusagen so etwas wie alternierende Bürobesetzung zu machen. Also die Leute sind dann eben mal Dienstag und Donnerstag gekommen und die anderen Montag, Mittwoch, Freitag. Also es ist schon auch gerade in den Zukunftstendenzen und Prognosen schon erkennbar, dass viele sagen, ich würde auch gern für 2-3 Tage wieder zurück ins Büro. Ein oder 2 Tage, vielleicht maximal die Hälfte an Homeoffice oder an mobilem Arbeiten insgesamt, kann ich mir gut vorstellen, aber die soziale Komponente muss eine Rolle spielen. Das Soziale ist nicht zu unterschätzen, womit wir bei einem wichtigen letzten Punkt wären. Der Grund, warum viele überhaupt ins Homeoffice wollen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Corona-Krise hat eines ganz deutlich gezeigt. Für Frauen kann Homeoffice eine zusätzliche Belastung darstellen. Frauen in Partnerschaften leisten zu Hause im Schnitt 2/3 der Sorgearbeit, Männer hingegen 1/3. Wenn Frauen im Homeoffice arbeiten, erhöht sich ihr Anteil um etwa 1,7 Stunden pro Woche, bei Männern hingegen um 0,6 Stunden. Selbst wenn beide Partner im Homeoffice arbeiten, dehnen Frauen ihre Betreuungs- und Haushaltstätigkeiten weiter aus. Bei Männern hingegen ist keine signifikante Änderung feststellbar. Dadurch könnte Homeoffice eine traditionelle Arbeitsteilung verstärken. Was auffällig noch ist in dem Bezug Männer und Frauen, ist, dass wir in unserer Studie eine leichte Tendenz meinen zu erkennen, dass wenn es um die Professionalität des Arbeitsplatzes geht und beide in der Homeoffice-Situation sind, dann bekommt in der Regel der Mann einen extra ausgebauten Platz. Der muss jetzt auch nicht super professionell sein, aber die Frau sitzt in der Regel am Küchentisch. Es sei denn, sie ist tatsächlich in der Hierarchie deutlich höher gestellt. Betriebsräte können problematisieren und dadurch pushen sie auch. Also indem man das Thema einfach zum Thema macht, dringt es ja in die Köpfe ein. Es wird auch in der Belegschaft dann sichtbar irgendwo. Und das ist erstmal positiv zu sehen. Das ist aber ein kleiner Schritt natürlich, aber immerhin ist es ein Schritt, würde ich sagen. Insofern würde ich es auch tatsächlich als Aufgabe von Betriebsräten sehen, genau auf sowas zu achten. Die haben immer mehr im Blick als nur die Profitabilität, die beim Management natürlicherweise im Vordergrund steht. Auf keinen Fall sollten Beschäftigte, die familiären Verpflichtungen nachkommen und dafür Flexibilität brauchen, Karrierenachteile zu befürchten haben. An weiteren Möglichkeiten zur Förderung der Gleichberechtigung gilt es zu arbeiten. Auf der Webseite der Hans-Böckler-Stiftung finden Sie einen Leitfaden, einige Best-Practice-Beispiele und ausführlichere Informationen zu diesem Thema. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Eindruck gewonnen und vielleicht können Sie Inspiration für Ihren Betrieb mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ran an die Arbeit!